willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sons of the Forest. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich jetzt hier stehe. Leider ist die Aufnahme nach 12 oder 13 Minuten abgebrochen. Und das habe leider ich erst, ja, als ich bevor ihr beendet habt, gesehen. Was mich echt ärgert. Und euch wahrscheinlich jetzt auch. Viel haben wir jetzt nicht erlebt. Ist zwar interessant. Ich werde euch auch gleich nochmal rumführen. Was wir aber gefunden haben, ist bei ihm. Da. Kettensäge. Ja, ich habe zwar noch keinen Benzin oder so viel gefunden, aber vielleicht brauchen wir auch noch keins. Kann sein, dass die noch unendlich lang geht. Oder halt irgendwie anders. Ja, die haben wir auf jeden Fall gefunden. Haben eine Menge, oder ich habe eine Menge von denen jetzt hier erledigt. Ja, eine Menge Geld gefunden. So, wir haben jetzt. So. Wo liegt das Geld? Da. Ja, fast $1000. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir kurz nochmal rum, ne? Zweites Artefakt. Habe ich wirklich eins gefunden. Ja, da würde ich jetzt so gerne lang, aber. Ah, Mann, das ärgert mich total. Aber kein Problem, wie gesagt, gehe ich kurz mit euch ein Stückchen zurück, damit ihr es euch auch anschauen könnt. Achso, ja. Gut, ja, die Höhle kennt ihr. Ja, hier hinten war halt der Drucker. Und jetzt habe ich das hier geöffnet. Ja, hier liegt oder lag haufenweise Stoff. Voll geil. Ja, hier sind ein paar Mutanten rumgelaufen. Also diese Höhlenmutanten. Autsch. Und zwei von diesen Fummelfinger-Typen. Da hinten waren Babys. Hier lag jetzt nichts. Also zumindest nichts Interessantes. Oh. Ja. Hier hat also ich war eigentlich nur ein bisschen rumballern. Ein paar Viecher killen. Eine oder andere lesen, was jetzt auch nicht so wichtig war. Ja, hier so eine kleine Schlafkammer, wo ich in mein Leben nicht reingehen werde. Ich weiß, dass die Dinger echt gut sein sollen. Hm, riecht da schön unter Wasser, mit Gesicht noch nach draußen, außerhalb vom Wasser, Rest ist da drunter. Dann geht die Kappe runter und du sollst da echt super entspannen können. Glaube ich gerne, aber ich habe Platzangst. Nee, da kriegst du mich nicht rein. Also ja, voll waren wir auch. Also, nee, nicht mein Ding.
Ein Schlappen? Virginia. Ja, gut, dass ich euch noch umgeführt habe. Verdammte Axt. Und hier auch ganz lustig, da war dieses komische Zwei-Mann-Ding. Also diese sehr sesamesischen Zwillinge. Die kamen hier nicht durch. Konntest du so schön bam bam. Aber diese Art ist hier auch nochmal rumgekrabbelt am Fenster lang. Das sah so cool aus. Oh, ich schwöre, ihr müsst euch das Spiel holen. Das ist echt genial. So, und dann das hier, ne? Boah. So geil. So richtig, richtig geil. Ah. Ui, ui. So, da hinten ist auch noch eine Tür. Da gehen wir mal nachher noch rein. Ich bin dann hier erstmal durch. Hier waren auch nochmal drei oder vier von den. Ja, ich nenne es mal den humanen Mutanten. Ja, gut, das habe ich euch ja schon gezeigt, als wir zurückgegangen sind. Und jetzt gehen wir hier gemeinsam rein. Ja. Hättest du deinen Bruder nicht fangen können? Und dich sehe ich auch, du Arsch. Haben wir hier noch was? Nö, ne? Hm. Okay. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Oder doch? Ja, aber lässt sich jetzt zwar höhlenmäßig weiter. Dann gehen wir doch erstmal durch die andere Tür. Speichern wäre mir gelegentlich auch mal ganz lieb. Nee. Da. Ich meine, prinzipiell geht man eigentlich hier lang, ne? Ja, komm, nee, wir gehen nicht lang. Wir merken ja nach der Zeit, ob denn. Ah, keine Batterien. Ja, denn. So. Wir merken ja nach der Zeit, ob es zu Ende geht oder nicht. Oder ob es zu weit geht. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Verarschen. Gott. Am besten jetzt noch Gegner oder was? Ah. Ah, okay. Nee, da kommen wir nicht mehr hoch. Dann gehen wir doch lieber jetzt woanders lang.
Ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt hier einiges rausreißen und das mitnehmen, ne? Aber ich würde mir das Ding hier so absichern, dass ich hier unten leben könnte. Gut, ich müsste hier vielleicht ein bisschen aufräumen. Wo die sehen eigentlich noch relativ frisch aus. Also Nahrung hätte ich hier auch genug. Achso, ja, hier. Kleinen Nachtclub. Ich übersehe echt eine Menge. Und hier hinten hat noch auf dem Fall Alkohol. Alter. Naja, Golfclub, okay. Haufenweise Geld und Tabletten. Aha. Okay, wir sind hinten doch lang. Okay, das ist echt schwer zu entziffern. Aber das sieht nach Virginia Puffin aus. Okay, aber von Edward unterschrieben. Also ihren Vater. Hä? Ein Fall. Toll. Das ist gut. Toll. Challenge. A ship in harbor is safe. But that is not why ships are built. Ganz genau. Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür sind sie nicht gebaut. Oh, es sind sowohl so eine modernen Mäuse. Fleimaus. Gut, also müssen wir doch da lang. Na gut, habt ihr jetzt auch ein bisschen was gesehen? Bin ich trotzdem gespannt, was da jetzt noch kommt. So, mehr Türen hatten wir aber so nicht gesehen gehabt, oder? Also eine Höhlen. Ich meine, wir sind jetzt schon gut ausgestattet, davon mal ab. Aber storymäßig. Ich meine, wir haben hier und da jetzt ein paar Informationen bekommen. Das war schon hoch. Okay, hier geht's wieder raus. Tja. So, okay, dann
Ja, Hilfe nach Hause. Jetzt können wir auf jeden Fall gut Holz holen. Ja, wir zersägen einfach alles. Ein zweiter wäre mir eigentlich lieber. Also ein zweiter Kelvin. Aber gut. Wir können erstmal eine Menge zerruppen. Und dann bauen wir den Wall ein bisschen größer. Boah, ich höre hier Schreie. Die sind aber echt weit entfernt. Oder ich habe Hallos. Das kann natürlich auch sein. Oh, er plant Strom. Okay. Yep. Jo. Finde ich aber gut, dass wir jetzt die Kettensäge haben. Also in dieser Aufnahme-Session haben wir jetzt die Kettensäge, die Pumpgun, Kleider für Virginia und so weiter und so fort. Ich meine, wir könnten Virginia auch noch die Pumpgun geben. Aber, weiß ich nicht. Dafür ist sie mir jetzt zur Zeit echt ein bisschen zu weit weg. Oder zu oft weg, sagen wir mal so. Virginia? Ach da. Oh, danke. Danke. Oh. Habt ihr was für dich? Und? Ach, den Schlafanzug kriegt ihr nicht? Jo, finde ich schon cool. Alter, voll geil. Nee, gib mal her. So, können wir die jetzt eigentlich umändern? Bitte warten, ja? Halt. Warte. Okay. Gewöhnlich. Schade. Kommst du mit? Komm. Wir gehen nach Hause. Ach, das ist frei. Könntest du bitte? Oh Gott, danke!
Okay. Du bist recht. So. Stimmt ja. Jo, auf jeden Fall nice. Alter, den Kopf abgerissen. Und das war der krasse Typ hier. Bitte, ja? Komm. Ab nach Haus. Okay, jetzt haben wir doch Mutanten gesehen. Die erstmal krass unsere Nachbarn verprügelt haben. Das ist gefroren, ne? Ja. Naja, gut. So, und weiter. Ah, gut, wir sind jetzt da. Also hier irgendwo. Da. Du bist mega, Mädchen. Du bist so mega, ne? Oh. So. Entschuldigung. Komm. Na komm, jetzt brauche ich das Ding auch nicht mehr. Kann weg. Ach bitte, ja. Weißt du, kriegst Klamotten von mir und dann sowas. Finde ich einfach nicht in Ordnung. Sind die wieder zu? Das wäre ja cool, wenn wir jetzt jedes Mal hier gut kriegen. Aber scheinbar. Aha. Die nächste Errungenschaft. Mann. Willst du mich verarschen? Okay. Schippe weg. Stock weg. Probieren wir erstmal die neue Axt. Geht gut. Geht echt gut. Aber
Und bislang hat das Ding ja noch keine Kapazität für Benzin. Das heißt, diese Kettenring müsste eigentlich unendlich lang jetzt gehen. Und Marcel, aufpassen. Ich weiß, Holz bringt dich schnell um. So, Kelvin. Ah. Hohl, Stämme und Behälter füllen. Gut, ja. Fein. Ach komm, echt jetzt. Jetzt muss ich mal überlegen. Hütte ist an sich erstmal ganz cool. Ich meine, größer wäre noch cooler. Können wir eigentlich jetzt auf dem Eisfass bauen? Ich meine, theoretisch wäre es jetzt auf jeden Fall möglich. Es würde eigentlich gehen. Aber wie sieht es denn im Sommer aus? Oder im Frühling, wenn das Eis geschmolzen ist? Ja, so, wir machen erstmal ein. Nein. So. Und dann werde ich es so machen, wie ich es am Anfang vorhatte. Und zwar werde ich nämlich von innen die Spikes machen. Das heißt, wenn die dann schöner da rangehen und rüberklettern wollen, dann müssten die eigentlich abgeblockt werden. Eigentlich. So, den Ball lasse ich mal noch. Damit wir erstmal einen kleinen Rückzugsort haben, wenn gewisse Dinge hier ankommen. Was hört sich aber schlimm an? Wisst ihr, was sich auch schlimm anhört? Folgenende. Es ist wieder soweit. Leute, ich danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich euch auch helfen konnte, wo ihr was findet bis jetzt. Auch wenn ich jetzt durch akribisch losrenne und suche und das mache und dies mache, sondern eher einen auf. Ja, gemütliche Bau. Und ja. Ich lasse mir halt Zeit. Ja, aber Forest war noch nie ein Spiel, wo du halt konstant die Story machst. Ich meine, oh Gott. Wie lange haben Jay und ich Timmy bei den Bösen gelassen? Ja. Gut. Ziemlich lange.
Und als ich Solo gespielt habe, habe ich ihn auch sehr lange ignoriert. Ein paar Bäume sind schon nachgewachsen, ne? Aber nur ein paar. Achso, scheiße. Ich wollte doch Folge werden. Also Leute, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.